Hallo und herzlich willkommen. Heute Abyss Odyssey bei Pile of Shame. Ich bin mal gespannt. Ich starte jetzt mal. Controller liegt schon bereit, aber ich meine, das ist ein RPG-lastiges Spiel, also Rundenkämpfe. Aber ich kann mich auch irren. Schauen wir mal einfach mal rein. Oh, okay. Gut. Abgrund betreten. Training versus. Abgrund betreten. Okay. Ich will die Stripperin daneben dran. Nein. Brauche ich da vielleicht lieber einen Controller? What's she doing here? Hey, where's she come from? Okay, ich glaube, das ist doch wieder ein Controller-Spiel. Ist der Controller direkt angemeldet? Nee, scheint nicht so zu tun. Gut. Okay. Don't fall behind, man. To the abyss. This is no place for a woman. Get out of here. Schon. Okay. Ich weiß nicht, wie ich blocke. Okay. Hinterlassen. Und nun springen. Okay. Okay, es ist wirklich schon so eher so ein Schlachtspiel. Ich bin mal gespannt, wie es weitergeht. Also, bis jetzt bin ich ein bisschen überfordert mit der Steuerung. Also, ich glaube, ich hätte irgendwie lieber einen Controller dafür. Aufnehmen. Das Ausweichen, alles klar. Also... Ich unterbreche mal wieder ganz kurz, um zu schauen, ob ich es irgendwie schaffe, den Controller, glaube ich, lieber dran zu nehmen. Bis gleich. Hi, jetzt wieder zurück. Controller ist angeschlossen. Jetzt muss ich leider das Spiel wieder von neu starten, weil ich nicht mal an die Stelle hinkommen konnte, wo es angefangen hat. Vielleicht kriegen wir es so wieder hin. Abgrund betreten, lokales Spiel, fortfahren. Und nämlich jetzt war ich, wie ich das versucht habe zu laden, an einer anderen Stelle. Es tut mir leid, dass es so ist. Machen wir einfach mal weiter. Okay. Aber ich vermute mal, es ist wirklich wieder random generated. Irgendwie ein Spiel. Also schon wieder auch wieder. Es lohnt sich hier eher den Controller zu verwenden. Ich habe jetzt wahrscheinlich das Tutorial abgebrochen, weil ich rausgegangen bin. Jetzt noch nicht, wo ich blocke. Springen und schlagen weiß ich schon mal. So, aufnehmen. Okay. Oh. Shit. Huch. So. Hadouken. Ziemlich beschissen aussehen.
weiß nicht, wie ich die Leben auflade. Vielleicht damit. Damit habe ich wenig Leben gekriegt. Nein! I will avenge you, Katrien. Okay. Falls du deine Lebenspunkte verlierst, kontrollierst du einen Soldaten, der die Chance hat, deinen Altar zu erreichen und deinen Hauptcharakter wiederzubeleben. Sollte der Soldat ebenfalls sterben, musst du dir von deinem Checkpoint, falls du einen festgelegt hast, oder von der Oberfläche aus wieder starten. Scheint ein etwas komplexeres Spiel zu sein. Sehr cool. Mit den Hannibalen schaffe ich das direkt. Ah, falsche Tasten immer. Okay, ich brauche die Leben halt nicht. Okay. So, wo ist der nächste Altar? Oh. Es ist aber nicht schlecht, das Spiel. Also, es lässt mich so ein bisschen. Boah. Ach, shit. Fallen. Ich glaube, wenn das ein richtiges Level- und Skill-System hat, ist das ganz nice, das Spiel. Das ist schon nicht schlecht. Sucker! Fluch-Upgrade. Ja. Checkpoint festlegen, alles klar. Das ist doch ein Altar, oder? Kann ich hier nicht irgendwie die alte wieder. Okay, da wird ein Token benötigt. Dann geht's erstmal weiter. Weiter in den Abyss. Entschuldigung. Ja, gut. Kein Fallschaden, das ist schon mal gut. Noch mehr Geld. Da muss jetzt wahrscheinlich runter. Karte ansehen. Aha. So, das einsammeln, das einsammeln, das einsammeln. So, und dann geht's runter. Nächste Episode. Schwierigkeit des Levels. Schwer. So, gehen wir mal runter. Noch was? Eine Falle. Ich bin recht langsam, merke ich. Schlüssel benötigt, danke. Na, am Schluss finde ich irgendwie das Beste. Ado! Da oben ist noch irgendwie was, wenn man die Minimap mal gerade betrachtet.
Okay. Ah. I'm in your debt for bringing me back. The Warlock's mind is trying to banish us. This helps our cause greatly. I'll keep clearing ahead. Alles klar. Checkpoint festlegen. Kann ich noch was? Kann ich irgendwas anders machen? Fertigkeit konfigurieren. Ah, okay. Okay, hier. Alles klar, hier hat man einen Händler. Die Journey geht immer weiter. Hab ich jetzt mir den Zauberspruch weggelegt? Und ich vermute mal, das ist die Figur, wenn man zu lang braucht. Die einen so ein bisschen. Soll. Ja, cool, dass der junge Mann. Ach, schon wieder junge Mann. Monster Kill. Da hinten ist ein Trank, aber Leben aufzunehmen. Sehr gut. Kackvieh. This is all I can do now. Kill any nearby monsters for me. Monster. So. Kriegt recht viel Geld. Oh shit. Der haut halt echt rein, der junge Mann. I must find one of those altars. Cut. Zurück und holen die wieder. Okay, es ist irgendwie spannend. Okay, jetzt sind mehr Soldaten hier. Achso, nee, das ist der Soldat, mit dem ich vorhin gespielt habe. Okay. Ja, da brauche ich wieder, muss ich wahrscheinlich wieder einen anderen Altar finden. Da ist der Schlüssel. Jetzt renne ich da schon wieder zurück. Oder dahin.
auch besiegt. So. Da haben wir den nächsten Abschnitt erreicht. Ja. Gucken wir uns das mal an. Und es geht immer tiefer runter. Okay, kann ich das kaputt machen? Wahrscheinlich, wenn ich drauf schieße mit dem Feuerball. So. Aber ich finde es gar nicht mal so schlecht. Es hat irgendwas Spannendes. Jetzt habe ich ein leichtes Level natürlich erreicht. Das treibt auch vor einen voran. Also, zwar kämpfe ich jetzt viel mehr mit den... Es ist halt irgendwie auch noch... Achso, der kommt noch mit. Ja, geil. Okay, jetzt wird es recht dunkel, das Bild, finde ich. Wieder dieses typische Ding. Erstmal abwarten, bis das halt wieder aufgeht. Das ist halt echt ein Schnetzelspiel. Das muss man halt auch mögen. Ich glaube, wenn man so einigermaßen die Kombos drauf hat, ist das schon lustig. Vor allem, ich würde gerne das mal einsetzen. Nicht runterschieben. Okay. Ja. Super. Okay, nach einer Zeit, wir sind noch ein Chill Break. Okay. Der hat einen Schlüssel bei sich, schon mal gut zu wissen. Ach komm. Ach, ein bisschen behäbig ist das Spiel schon. Es ist cool. Also ich muss schon sagen, es ist spannend. Ich glaube, das ist so ein Spiel, was das sich wirklich entfaltet über die Zeit hinweg. Ist nicht schlecht. Also ich finde es cool, es macht Spaß und sollte man sich mal anschauen. Also wenn man auf so Plattformprügler steht, wo es, ich würde mal sagen, Roguelike jetzt weitergeht und wahrscheinlich mal sich stetig verbessert, also cool. Das hat schon was. Dann bis zum nächsten Mal.